erreichen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass spätestens um das Jahr 2030 hin im Sommer die Arktis eisfrei ist. Und die Eisflächen sind der Lebensraum des Eisbären. Sind die Eisflächen weg, wird der Eisbär verhungern. Und das ist das Symbol für uns. Es geht natürlich nicht nur um den Eisbären. Die Wissenschaftler sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, sind 2050 ein Drittel aller Pflanzen- und Tierarten von der Erde verschwunden aufgrund des Klimawandels. Das heißt, wir müssen jetzt handeln, um das genau zu verhindern. Our climate is changing and we're all feeling the changes right now because it's not even freezing and it's already December. So I think that's very good what they're doing. Information und Wachrütteln bringt immer was. Und ich glaube, dass es schon an der Zeit ist, dass ein Umdenken stattfindet. Das denke ich schon.